Hey Florian, komm, wir wollten doch noch Frag-Datstum drehen. Was, schon wieder? Ich habe noch so viele Produkte zum Anlegen. Aber Prioritäten müssen sein und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zur 5. Episode von Frag-Datstum. Yay! Heute wieder mit 7 coolen Fragen rund um das Thema Darts. Was haben wir denn so ein bisschen dabei? Du hast dir gerade nochmal die Fragen angeschaut. Spitzenfarbe, Bestellungen, Pro-Tour-Dartboard und so weiter. Also wieder ein quer gemischtes Fragenpaket. Ich freue mich auf die Fragen und ich würde sagen, dann geht's los nach dem Intro. Anna, was ist das teuerste Set Darts, was ihr habt und wie viel kostet es? Gut, da werden erstmal die Handschuhe fällig. So, dann kommt mal mit, ich zeige sie euch. Das teuerste Set Darts sind nämlich die Elysien. Da kommt jedes Jahr zum Launch ein neues Modell heraus. Wir haben noch ein paar Soft-Dart-Modelle. Das hier ist jetzt die 4. Version. Und ich würde sagen, Florian, Cinematic. Für die coolen Nahaufnahmen, Florian. Jetzt zeige ich euch den teuersten Seriendart. Da müssen wir zu den 975. Kamen auch letztes Jahr zum Launch heraus und bei denen ist es besonders, die sind mit 97,5% Tungsten. Richtig schweres Barrel, also nicht schwer vom Gewicht her, sondern wertig. Also so einen hohen Tungstengehalt. Das spürt man einfach. Und besonders ist, ihr bekommt ein Tacoma-Wallet mit dazu, das es nur exklusiv bei den 975-Darts gibt. Also das kann man nicht einzeln kaufen. Und von daher sage ich nur top. Kosten 179,95? Richtig. Nope. Sehr gut, ja. Also das ist jeder Euro wert. Und ich würde wieder sagen, Florian, Cinematic? Immer gerne. Eine L-Style-Frage. Gerne. Gibt es einen Unterschied vom Flugverhalten der L-Style-Flights mit und ohne Champagne? Und könnte man ein Metall-Champagne auch als Gegengewicht ansehen? Gut, also erstmal Champagne ist eine sehr schwierige Bezeichnung, weil Champagne-Flights sind sie alle und Champagne-Rings sind die kleinen Ringe, die du reinmachst. Einfach nur, damit wir da nicht durcheinander kommen. Und diese Champagne-Rings, die sind bei den EZ-Flights beispielsweise schon integriert. Das sind sie aus Kunststoff. Du kannst sie nicht tauschen. Das macht es natürlich einerseits einfacher, sie zu spielen, weil sie einfach quasi auf jeden Kunststoff, Carbon oder Nylonschaft passen. Aber du kannst es eben nicht anpassen. Das kannst du bei den Pro- und bei den Kami-Flights machen. Dort hast du das Loch für die Champagne-Rings. Und die gibt es in 3 verschiedenen Arten. Einmal der typische Kunststoff-Champagne-Ring. Das ist so das Einfachste, was auch quasi bei allen L-Style-Shafts dabei ist. Und die gibt es in verschiedenen Farben. Die sind aber genauso leicht wie die von den EZs.
Dann gibt es eine Version edler, das sind die Luxusversionen davon, nämlich die Premium Metall Champagne Rings. Die sind aus ganz dünnem Alu und haben auch quasi kein Mehrgewicht zu Kunststoff. Also das ist im Zehntel Gramm Bereich, das merkt man nicht. Hat aber den Vorteil, dass wenn man Steel Dutch spielt, sie einfach noch ein bisschen robuster sind, gerade was Robin Hoods angeht. Und sie haben halt eine richtig coole schillernde Farbe. Und gerade dieses Schwarz-Rot-Gold kann man sich kombinieren oder auch das Grün von den Metall Champagne Rings sieht mega edel aus. Ja, und zu guter Letzt, weil du fragst wegen dem Gewicht, es gibt extra Backbalance Champagne Rings in vier verschiedenen Farben und die haben ein kleines Tungstengewicht hinten drin und das sorgt dafür, dass jeder Champagne Ring 0,2 oder 0,4 Gramm, müsst ihr jetzt nochmal genau nachschauen, wie viel, auf jeden Fall ein kleines bisschen mehr Balance in den hinteren Bereich bringt und dadurch kannst du einfach ein bisschen an deinem Setup arbeiten. Die Caps selber sind aus Kunststoff und haben eben dieses Tungstengewicht hinten drin. Und das ist wirklich dafür dann auch gedacht, um an deinem Setup zu arbeiten, um auch eine hecklastigere Balance an deinem Dart hinzubekommen. Hey Anna, kannst du mal bitte die Vor- und Nachteile der Target Standardspitzen in Gold nennen und sie auch zeigen? So, das Zeigen habe ich jetzt schon mal abgehakt. Jetzt kommen wir zu den Vor- und Nachteilen. Ein Vorteil ist, dass du Gold immer besser siehst im Board als jetzt zum Beispiel eine schwarze Spitze. Die kann sich gut anpassen. Da siehst du nicht so genau, wo du hingeworfen hast. Das macht es bei Gold einfacher. Genauso ist es natürlich eine Optiksache. Es gibt viele Spieler, die einfach goldene Spitzen lieben, weil sie ein bisschen auffälliger sind. Als Nachteil könnte man erwähnen, naja, sie ist glatt, hat keinerlei Boardgrip und auch keinen Fingergrip. Das heißt, wenn du wirklich nur nach Optik gehen willst, eine boardschonende Spitze haben möchtest, die dennoch auffällt, dann eine einfache Spitze. Gibt es die auch in verschiedenen Längen? Die Target Smooth Point gibt es jetzt in 32 und in 36 mm. Es gibt auch noch von Bulls noch schwarze Spitzen, standardglatt. Ansonsten haben eigentlich alle anderen Grip. Gibt es noch andere glatte Spitzen in verschiedenen Farben? Ja, warte. Es gibt die blaue von Red Dragon und die Rainbow Spitze. Hat dieselben Eigenschaften, nur noch ein bisschen farbenfroher. Anna, kann man bei euch sagen, dass die Bestellungen je nach Witterung zu- oder abnehmen? Ja, also, wenn natürlich schönes Wetter scheint, die Sonne wunderschön warm ist, habe ich natürlich über den Tag was anderes zu tun, als in meinem dunklen Dartkeller zu sein. Zumindest ist es so die Erfahrung nach ein paar Jahren. Das bedeutet, die Bestellungen kommen wesentlich später rein, also erst gegen Abend, wenn ihr dann auch zu Hause seid und eben Dart trainiert. Und es kommt tendenziell weniger rein als natürlich im Winter, denn Urlaub, schönes Wetter, mit Freunden was unternehmen. Im Winter allerdings ist es das komplette Gegenteil. So. Da bleibt eigentlich nur Zeit für Schlafen und ein bisschen Essen. Der Rest hat mit euren Bestellungen zu tun, denn im Winter möchte natürlich jeder Darts haben. Wir haben die Darts-WM, wir haben Weihnachten, wir haben schlechtes Wetter, keiner kann raus. Letztes Jahr natürlich auch noch, wir dürfen uns nicht treffen, von daher ist das immer ausgewogen. Vergesst mal nicht die ganzen Produktlaunches von den vielen Herstellern. Ja, stimmt, stimmt. Red Dragon launcht immer über die Jahre. Dann kommen natürlich auch von allen anderen Marken immer noch neue Produkte. Und so der Startschuss für die Weihnachtszeit ist eigentlich immer der Target Launch, der immer so September, Oktober kommt. Eure Meinung zur Preis-Leistung des Target Pro Tour Dartboards? Also, wir müssen uns erstmal einig werden, dass das Target Pro Tour nicht mehr das neueste Board ist. Das heißt, wir haben weder die dünnste Spinne noch eine krampenfreie Oberfläche und die Spinne hat auch Beine. Ja, die Spinne von letzter Woche hat wieder Beine bekommen. Nein, also im Endeffekt, ja, es ist ein gutes Dartboard. Es war auch lange Zeit sehr, sehr weit verbreitet. Nur Winmau und auch andere Hersteller wie Schott haben inzwischen sehr aufgeholt. Es ist ein gutes Mittelklasse-Board, wo viele Leute auch viel Spaß dran haben. Und es ist ja auch das beste Dartboard, was Target im Sortiment hat. Vielleicht kommt da irgendwann mal was. Ich habe keine Ahnung. Ich würde mich sehr darüber freuen. Aber ja, es ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Blade 5 Dual Core oder einem Schott Bandit. Dafür ist der Preis ja auch geringer. Genau. Und das ist natürlich, gerade wenn man jetzt schaut, Dual Core 70 Euro, Schott Bennett fast 80 Euro, ist es natürlich auch günstiger. Da fällt mir gerade noch eine Frage ein. Was passiert eigentlich, wenn Wasser auf eine Dartscheibe kommt? Nein, mach das nicht! Warum? Weil das ganze Board sprengt? Nein, Spaß.
Im Endeffekt, ja, Sisalfasern sind Naturprodukte und die saugen sich natürlich mit Feuchtigkeit voll. Und es existiert leider immer noch diese Irrglaube im Web, dass man sein Board mit Wasser besprühen soll, damit sich diese Löcher verschließen. Das war ganz, ganz, ganz früher, wo Dartboards noch ein bisschen aus Holz bestanden, dass man diese Löcher gemacht und dieses Holz sich aufquillt. Macht man das aber bei Sisal, und das ist übrigens auch dasselbe mit Öl, den Tipps gibt es auch noch, dann quillt das Board auf, sammelt sich die Feuchtigkeit und es wölbt sich nach außen und die Spinne verbiegt sich und quasi das ganze Board wird unbrauchbar. Da gibt es teilweise die kuriosesten Bilder im Internet, was dann passiert, und ja, das möchtest du nicht mit deinem Board machen. Wenn du dein Board pflegen möchtest, ist immer noch das Beste, regelmäßig drehen, bevor die ersten weißen Fasern rauskommen, also am besten täglich. Dann ist es natürlich so, die Boardkillerspitzen vermeiden, also glatte Spitzen eher verwenden und ja, die Darts nicht so schräg rausziehen, sondern immer schön gerade, und dann ja, steht dem perfekten Dartabend nichts mehr im Weg. Hände hoch! Könnt ihr was zum Chokal-Dart sagen? Oder, falls ihr die da habt, zu den Unicorn-Code-Darts von Jeffrey Deswan? Also, der Rockstar Joe Cullen hat seit kurzem einen Vertrag bei Winmau, ebenso wie Michael van Gerwen, und spielt jetzt nicht mehr unter der Flagge von Unicorn. Das ist nicht der einzige Spieler, auch Raymond van Barneveld, Phil Taylor, Adrian Lewis haben alle Unicorn den Rücken gedreht, oder gekehrt besser gesagt, weil da kam auch die Frage, ja, warum sind denn so viele Spieler nicht mehr bei Unicorn? Und das ist meiner Meinung nach recht einfach erklärt. Sie sind irgendwo in den 90ern stecken geblieben, sowohl was die Dartentwicklung betrifft, denn irgendwie besondere Griparten, besondere Beschichtungen findet man bei Unicorn nicht. Die meisten Darts sind einfache, gerade Darts mit Ringgrip, vielleicht noch Axialrillen. Ist nicht so der Hype der Zeit, wenn man sich jetzt gerade mal Target und Winmau anschaut. Ja, und auf der anderen Seite ist Unicorn ja nicht nur im Dartsport aktiv, sondern auch in anderen Sportarten. Und ja, irgendwie verlieren die so ein bisschen den Anschluss, haben relativ hohe Preise für doch nicht ganz so tolle Qualität, wie man es zum Beispiel beim Eclipse Dartboard sieht. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es bei dem Sponsoring der PDC danach aussieht, ob sie weiterhin das Board sponsern. Aber jetzt erstmal zu den Darts. Und zwar von Joe Cullen. Joe Cullen hat einen richtig schönen Dart. Er hat einen dreifarbigen Barrel in Silber, in Schwarz und in Rot. Wir haben bis auf die kleine Mulde in der Mitte, die mit einem breiten Ringgrip versehen wurde, einen Doppelringgrip auf dem gesamten Barrel. Wir haben eine schöne Nase vorne, einen schönen Übergang zur Spitze. Wir haben da übrigens schwarze Steel-Dart-Spitzen verbaut. Den Dart selber gibt es in 23 und auch in 21 Gramm. Geliefert wird er mit Prism Force Shafts und entsprechenden Joe Cullen Flights. Gibt ihn natürlich auch als Softdart, der hat 90% Tungsten und er ist sehr, sehr beliebt. Nicht nur, weil er jetzt sehr neu ist, sondern eben auch aufgrund der verschiedenen Grip-Eigenschaften und der Mulde zur Orientierung. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch den Code-Dart von Jeffrey Deswan aus dem Hause Unicorn. Und ihr seht schon, die Verpackung ist richtig edel gemacht. Und wenn ich mir jetzt diese Darts anschaue, ja, möchte ich schon fast ein bisschen meine vorherige Aussage korrigieren. Aber es ist halt auch wirklich eine sehr hochpreisige Sonderedition. Wir haben hier eine richtig coole DNA-Rainbow-Beschichtung und einen Code-Grip, den es so noch nie woanders gibt. Das ist so der einzige, ja, Unterschied zu den normalen anderen Serien, die wir da haben. Wir haben auch viele verschiedene Grip-Arten mit einem Ring-Grip, mit Nano-Grip. Wir haben Axial-Grip drin und den Code-Grip drin. Wir haben schwarze Steel-Dart-Spitzen, auch eine neue Flight-Form von Unicorn. Weiß ich jetzt nicht, ob man die unbedingt braucht. Und ja, im Allgemeinen sehr ansprechender Dart. Und wenn ich mir den Grip jetzt mal so anschaue, hat er auch richtig schön viel Grip und auch eine ähnliche Nase vorne wie der Joe Cullen Dart, dass man die Darts eben auch schön gruppieren kann. Und ist, denke ich, eine richtig schöne Ergänzung zum normalen Jeffrey Deswan Dart. Abschließend würde ich sagen, wenn ich jetzt diese beiden Darts hier in der Hand halte, Joe Cullen oder Jeffrey Deswan, es kommt halt natürlich sehr auf den Preisfaktor drauf an. Hier die Code-Edition ist natürlich sehr viel, viel teurer als die Joe Cullen-Edition. Dann ist die Frage, was ist dein Lieblingsspieler oder welchen Spieler findest du besser? Und natürlich auch ist die Farbgebung eine Sache. Rein vom Grip her würde ich sagen, ist der Jeffrey Deswan stärker. Dafür hast du hier eine Grip-Mulde und du kannst ihn ein bisschen universeller greifen. Das ist jetzt wieder deine Frage. So, das waren auch schon unsere 7 beantworteten Fragen. Ich hoffe, ihr seid jetzt wieder ein bisschen schlauer. Es waren wieder viele spannende Fragen dabei, und dass es nächste Woche auch wieder so spannend wird, brauchen wir eure Hilfe. Schreibe deine Fragen in die Kommentare unten rein. Wir beantworten sie dann nächste Woche in unserer 6. Episode von Frag Dartsturm. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und ja, nächste Woche stehen einige Produktlaunches an. Da mache ich mich jetzt fleißig weiter dran. Und ich wünsche euch einen tollen Start in die neue Woche. Vielen Dank fürs freundliche Zuschauen und bis bald. Ciao.